Ey, das gibt's nicht. Herzlich willkommen. Und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ups, ich dachte eben, ich bin ein bisschen leicht bescheuert, als ich mich hier ins Zimmer gesetzt habe. Ihr wisst, der Heizen ist jetzt nicht so. Wie sieht denn aus? Ein bisschen richten hier. Ein bisschen Contenance. Egal. Fremdsprachen. Wir haben es ja. Diese Begabung liegt mir nicht. So, ihr Lieben. Wir gehen in dein Gegenüber. Ich habe viele von euch gesehen, die gerade eine Schwere haben. Wir gucken einfach mal rein. Ansonsten bitte ich euch, dieses Thema auch immer sehr sanft zu behandeln. Ich beeinflusse hier nichts. Ich kann von mir aus auch eure Liebe nicht beeinflussen. Ja? Das muss eben wichtig sein. Ich kann auch nicht mit diesen Karten deinem Gegenüber hier klar machen, du geh mal wieder zurück, weil die Gründe sind einfach Fakt und da. Ja? Wichtig ist für mich, dass ihr hier etwas, auch wenn es mit deinem Gegenüber hier zu tun hat, dass du was erkennst für dich. Ja? Warum ist die Situation? Es gibt Menschen, die haben ihren oder ihr Gegenüber noch nie getroffen und leiden in der virtuellen Welt hinterher. Diese Themen habe ich auch sehr oft in Privatlegung. Es gibt Menschen, die haben durch die Länge der Beziehung einfach Probleme, sich zu trennen. Und es gibt Menschen, man kann es eigentlich nicht erklären, aber das sind so die häufigsten Sachen, die einfach ein Band haben und nicht wissen, wie man sich lösen kann. Ja? Und die sich selbst oft fragen, Miranda, ich weiß nicht, was es ist. Ja, ich weiß es nicht. Und ich vermute, es fehlte wirklich im Leben, gerade speziell bei dir vielleicht auch, an sehr viel Liebe. Das ist so das, was von den Prozenten sehr hoch schießt, ja. Wenn man an einem toxischen Menschen oder wenn es toxisch wird, das heißt ja nicht, dass der Mensch schon toxisch reingekommen ist, aber dann ist oftmals auch in den Vorphasen irgendwas mit der Liebe passiert, ja, zu wenig Selbstbewusstsein fehlt, ja, das muss definitiv wieder aufgebaut werden. Die Selbstliebe, Selbstbewusstsein, die Fülle, ja, wo habt ihr die Leere erfahren, dass euch jemand, der noch toxischer vielleicht oftmals ist, euch genau nicht das gibt, was ihr aber haben wollt, ja. Und manchmal, was mich ganz krass schockiert, sind Menschen, die einfach verschwinden, ja. Ich sag ja voll oft zu euch, kann ich mir nicht vorstellen, dass man da nicht die Anzeichen merkt, ja, oder dass da irgendwie durch On-Off Sachen passieren, wo man sich selbst sagt, nö, ich habe auf diese Spielchen keinen Bock, oder sich selbst einredet, ach, das wird man schon merken, ich halt einfach mal durch, aber so aus dem Nichts hatte ich noch nie die Situation, ja, dass man so ohne Klärung aus dem Nichts verschwindet, ohne dass man weiß, hier hat sich bei mir irgendwas geändert oder dass ihr irgendwas gesagt bekommen habt, finde ich natürlich dann auch in der Form sehr krass von Menschen, ja. Und da sage ich dann auch immer, wenn ihr mit so einem Menschen zu tun hattet, die einfach verschwinden, ist egal, wie empathisch ihr drauf seid, ja, da dürft ihr kein Mitleid oder da dürft ihr auch kein Verständnis für haben, dass da jemand mal das lernen muss durch euch, ja, nee. Würde ich auch sagen, was ist mit euch? Ja, ihr könnt doch nicht immer für den anderen mitdenken. Das ist doch irgendwann für euch selbst sehr belastend. Dieserjenige hat euch doch in dem Moment überhaupt nicht verdient, ja? Wenn man einfach so, ist ja wirklich wie so ein Wegwerf, wie so ein Müll, ja? Hier, ich sonder dich mal weg, Klappe zu, hab weggeschmissen. Vom Gefühl her müsst ihr das mal wirklich so annehmen und egal, bei welchem Prozess da stehen geblieben ist, ja, warum jemand abgehauen ist, das spielt gar keine Rolle. Man benimmt sich einfach nicht so, wenn man eine Bindung oder eine Beziehung geführt hat mit jemandem. Bei Datephasen, gut, kann ich es noch verstehen. Da würde ich sagen, ach komm, sei doch froh, dass du es umso früher, desto besser erfahren hast. Ja? Ihr Lieben, wir gehen jetzt mal rein. Wo begleitet dich dieser Prozess für den Samstag hin? Merke dir, verliere den Verstand nicht durch die Karten, sondern gewinne dadurch an deinen Impulsen. Hilf oder lass dir helfen, helfe dir selbst. Aber wir gucken rein, so wie viele Menschen auf diesem Erdball lachen, gerade essen, Karotten schälen, was weiß ich, ja. Das ist alles ein gleicher Prozess. Und wir gucken, ob ihr hier abgeholt werdet von diesen vielen Menschen, die hier in so einer Energie gesteckt haben wie ihr oder die auch so eine Beziehung geführt haben mit einer unerklärbaren Art, die einfach weg sind. Warum hat man sich getrennt?
Wo liegt derjenige? Du bekommst, überschreite bitte deine Grenzen. Vielleicht letztmalig noch einmal, damit du hier aus dem Prozess rauskommst. Trau dir hier was zu, ja? Merk, dass auch du die starke Seite besitzt und nicht nur das Gefühl haben musst, du sitzt auf der schwachen Seite und musst durchhalten, aushalten, aussitzen. Nein, ja? Überschreite jetzt mal deine Grenzen. Du kannst dir hier selbst auch im Leben beweisen, was möglich ist und was nicht, ja? Auch wenn sich die Tage schwer anfühlen, glaube ich dir sofort aufs Wort. Aber überschreite dennoch deine Grenzen, ja, weil da steckt noch mehr in dir drin, was du hier definitiv auch für dich neu erlernen kannst durch diesen Prozess, damit dir sowas auch nie wieder passiert. Was kriegst du von den James van Praag-Karten? Das gefällt mir. Wähle Liebe statt Angst. Überschreite deine Grenzen. Auch hier, bestes Beispiel, was sollte es werden? Willst du ständig unter Angst leben, dass jemand zurückgeht, wo er herkommt? Möchtest du hier in Angst leben, dass jemand einfach wieder verschwindet, ohne dass du was weißt? Auch wenn jemand wieder zurückkommt von seiner Flucht, bist du hier gehandicapt und geschädigt, dass du dich immer fragen müsstest, wann ist dieser Zeitpunkt und wann haut dieser Mensch wieder von mir ab? Ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, wenn jemand abgehauen ist, dass man zurückkommt und ja, vielleicht auf wen trifft es zu? 2% der ganzen Menschen. Ich klatsche jetzt gerade wieder die Seifenblasen auf, aber der Fakt, es muss nicht so kommen, aber diese Wahrscheinlichkeit ist einfach zu hoch, dass dieser Mensch wieder verschwindet, ja, wenn er nicht sogar auf Knien angekrochen kommt und dich darum bittet, wo du wirklich auch siehst, da hat jemand durch eine Kurzschlussreaktion erkannt, das war ein Fehler. Aber man kann ja hier auch nicht die Grenzen ausreizen, deine Grenzen ausreizen, die du in diesem Fall nicht besitzt und sagen, ja, okay, nach 2 Jahren habe ich es mir anders überlegt, du bist ja noch da, ja. Da musst du dir schon mehr wert sein und bleibe bitte in deiner Liebe. Das, was du möchtest Liebe geben und auch Liebe zurückempfangen, ja? Und wenn das erstmal so noch deins ist, dann bleibe bitte hier dran. Wir decken gleich dein Gegenüber auf. Es geht gleich los. Mir ist es nur wichtig, dass du hier reinkommst und fühlst, ist es deine Energie oder ist es nicht, ja? Wir haben hier den Selbstwert. Dankeschön. Überschreite deine Grenzen und genau das fehlt, das hat man dir kaputt gemacht, ja? Wo kommt das her, dass du an jemanden hängst, der dich doch komplett kaputt gemacht hat? Es verschwindet doch niemand, wenn alles auf dem High Level war, ja? Kann doch gar nicht sein. Es verschwindet doch niemand, ohne dass du... Also, das geht nicht in meinen Kopf rein, ja? Wenn man wirklich eine wunderschöne Liebe gelebt hat und keine einzigen Anzeichen dafür waren, dann würde ich ja schon fast die Polizei rufen, ja? Also nicht, dass ihr jetzt alle zum Hörer greift, aber so eine Situation ist das für mich, ja? Entweder habt ihr das nicht wahrhaben wollen, gesehen, unterdrückt, nicht erkannt, zu viel geglaubt, obwohl schon was im Hintergrund gelaufen ist, aber wenn jemand einfach verschwindet, da würde ich mir doch als normaler Mensch Sorgen machen, was mit meinem Partner passiert. Warum meldet der sich nicht? Da hätte ich doch schon längst zum Hörer gegriffen, ja? Das ist doch die erste Alternative, die man macht, auch wenn ihr oft in die Kommentare schreibt, nee, da war jemand einfach weg. Und da macht ihr euch keine Sorgen und fragt nach, geht's dir gut? Oder weil ihr blockiert wurdet, geht ihr davon aus? Kann ja der Fall auch sein, da hat jemand euch alle blockiert, weil dieser Mensch einfach, keine Ahnung, ja, ich versuche diesen Weg einfach hinzubekommen, ja? Und sollte dieser Mensch wirklich wie so ein Geist verschwunden sein, ihr habt es nicht nötig, diesem Menschen, der euch in diesem Moment gezeigt hat, ich kann auf dich verzichten und kann dir keine Sicherheit geben, müsst ihr verzichten, ja? Das füttert hier nicht mehr deinen Selbstwert. Dein Selbstwert würde hier hochkommen, wenn du sagst, alles klar. Ist zwar traurig, ich heule ein paar Wochen, ich heule ein paar Monate, ich muss das überstehen, ich überschreite meine Grenzen, aber das, was du mit mir gemacht hast, hat noch gar keiner mit mir gemacht oder du hast wirklich die Grenzen übertreten. Jetzt ist Stopp, ja? Jetzt ist Schluss, jetzt hole ich mir meinen Selbstwert wieder zurück, weil du musst ja für dich auch hier erkennen, wenn dein Selbstwert nicht stimmt, ja? Dann erinnere dich bitte an gute Eigenschaften von dir. Wenn du meinst, du bist als Mensch wirklich nicht schlimm, dann müsste hier dein Selbstwert hochkommen und du müsstest zu dir sagen, ich habe nichts falsch gemacht, ja? Und ich habe auch nichts getan, was jemand berechtigt, einfach ohne Erklärung zu verschwinden. Dann kann ich dir eine Urkunde ausstellen und sage zu dir herzlichen Glückwunsch. Schön, dass sich dein Selbstwert hier nochmal gerettet hat. Und da bringe ich dich jetzt hier rein, ja, in diese Grenzüberschreitung, dass du hier mal wieder wach wirst in deinem Kopf und das Herz mal kurz ruhen lässt. Was hat denn dir dieser Mensch beigebracht, außer hier Angst, ja?
Und das ist auch nochmal der doppelte Hinweis von diesen Karten. Wähle Liebe statt Angst. Was wollte dir der Gegenüber oder das Gegenüber hier beibringen? Ich denke auch, das kam einfach nicht so, sondern du hattest schon öfter in dieser Bindung oder Verbindung Angst vor dem, wann ist der Tag X, ja? Wie ist es, wenn dieser Tag X kommt? Du hast dich wahrscheinlich auch überhaupt nicht damit abgefunden, wenn es mal dazu kommt, was ist dann mit dir? Ja, das sollte man aber immer vor Augen halten. Das sage ich auch nochmal. Auch wenn ihr euch trefft und es ist alles wunderschön zwischen euch beiden, es ist keine Garantie. Auf was gibt es eine Garantie im Leben, ja? Irgendwann ist die Phase auch bei Geräten vorbei. Irgendwann ist die Phase auch mal vorbei, dass man immer Kraft hat, auch wenn man 3 Jahre einen Marathon läuft. Es gibt keine Garantie für immer, ja? Wähle die Liebe, vor allen Dingen zu dir selbst wieder, ja? Du bist kein schlechter Mensch, den man so behandeln darf, muss oder sollte, ja? So. Dann haben wir noch die Strategie. Das ist wieder die Grenzüberschreitung, die für euch ganz wichtig ist in dieser Legung. Erinnere dich bitte daran, wie kriegst du jetzt deine emotionale Seite so ein bisschen mal wieder in den Hintergrund, wenn die Tage sehr schwer werden, ja? Hast du es nötig, hier dich völlig aufgelöst nur noch wiederzufinden? Beim Einschlafen, beim Aufwachen, beim Erinnern? Du hast hier eine Sehnsucht, du hast hier ein Heimweh, wie ein inneres kleines Kind, was unbedingt nach Hause möchte, ja? Was das Gefühl hat, nicht gerettet werden zu dürfen oder zu können. Du wurdest hier oder fühlst dich selbst irgendwie verlassen, ja? Und das ist schlussendlich auch das ganze Problem. Nicht diese Person an sich, sondern dieses Gefühl des Verlassens, ja? Wo hat man dir da wieder gezeigt, dass du es nicht wert bist? Ist ja völliger Quatsch. Den Selbstwert wieder hier hochbringen, ja? Das ist ganz, ganz wichtig bei dir. Wir gehen jetzt in Kopf, Herz, Kopf. Auch hier kommt's an, ja? Verlasse die emotionale Seite. Wir haben 8 der Kelche. Fang jetzt an, die Strategie und deine Selbstliebe hier hochzufahren und wähle die Liebe statt Angst. Du musst jetzt hier selbst auch für dich den Schlussstrich und die Grenze ziehen. Auch wenn jemand zuerst gegangen ist, du gehst für dich jetzt hier auch raus, ja? Du sagst, so bringt es dir nichts mehr, hier auf Anrufe zu warten, Textnachrichten, entblockiert zu werden. Dein Leben, ja? Dein Leben, das ist nicht das, was du brauchst für dein Leben. Diese andere Seite ist nicht deine Sicherheit, dein Pol, ja? Das ist nicht deins, weil du hast kennengelernt, wie schnell man dich fallen lässt oder auswechselt oder wieder zurückgeht. Egal, das steht nicht zur Debatte, welche Gründe dahinter sind, ja? Mitleid ist hier völlig fehl am Platz, wenn du dich in so einer Situation fühlst, dass man nicht genug für dich da war und irgendwann vielleicht auch verschwunden ist. Ohne das zu klären, warum. Wenn es jemand erklärt hat und du das dann trotzdem nicht verstehst oder wahrhaben willst, ist es was ganz anderes. Trotzdem wäre hier der Selbstwert wichtig, ja? Dass du froh sein kannst, dass man dir das erklärt hat. Dass du nicht in diesem Körper steckst, auch der andere nicht bei dir. Wichtig ist, den Selbstwert hier wieder hochholen, anerkennen, okay, ja, ich muss jetzt hier für mich weiterleben. Ansonsten wird dir diese Zeit nicht mehr zurückgeschenkt, ja, oder zurückgegeben. Das vergessen so viele. Und dieses Ich kann nicht, gibt's nicht. In meiner Welt zumindest nicht. Ich kann nicht, gibt es nicht. Zumindest probieren, dass der Kopf sich auch durch die Strategien immer wieder mehr dran gewöhnt, als diese ganze Zeit, wo du irgendwo im dunklen Schattenloch gehangen hast. Jetzt ist mal ausgehangen, ja? Der Gehängte ist auch sehr gut dafür. Jetzt ist irgendwann mal Schluss. Jetzt musst du mal wieder vorwärts kommen, ja? Jetzt geht's wieder ins Schaffen rein. Also, Punkt im Kopf. Wann ist es für dich jetzt endgültig mal Zeit, dass das in deinem Kopf ankommt, ja? Wie unter Wert, ja, ich sag's mit Absicht, wie viel unter Wert willst du hier noch für diesen Menschen da sein oder behandelt werden, ja? Aber nur, wenn es zutreffend ist. Alle anderen Situationen, da war ich nicht mit bei, ja, da kann ich jetzt nicht mit reinsprechen. Aber wenn du hier einfach ohne Grund verlassen wurdest oder man dir so viel versprochen hat, was man nicht einmal eingehalten hat, dann verstehe jetzt langsam, du musst jetzt hier mal mit dem Kopf auch die Fotos, die Erinnerungen, alles das, was schön war, rauslöschen. Ja, das kannst du irgendwann wieder hochholen. Jetzt ist wichtig, du musst deinen Kopf neu programmieren mit Strategien. Ansonsten führt dein Herz nur noch, ja?
Weil dann läufst du in alle komplette falsche Richtung. Dann hast du hier immer noch ein rosarotes Herz und wirst überall in die Irre geführt, ja? Weil du einfach nicht loslässt, weil du den Kopf abgeschaltet hast. Im Herzen sehen wir hier 10 der Schwerter, ja? Auch wieder diese Kopfsituation. Du lässt deinen Kopf hier nicht, du traust nicht mal deinem Kopf, ich sag's mal ganz knallhart, ja, wenn es für dich hier was werden soll. Du traust dir nicht deinem Kopf mit 10 der Schwerter. Dein Kopf übernimmt dein Herz, du schaltest dein Kopf aus, ja, du siehst nicht diese ganzen Sachen, die hier passiert sind zwischen euch. Die ganzen 10 oder mehr oder weniger, aber schlimm genug, die Probleme siehst du hier einfach nicht, ja. Die hättest du auch noch geschafft. Hauptsache, der Mensch ist neben dir. Und dann sitzt er nebeneinander und du hast Angst, ja? Du musst Angst haben. Wähle Liebe statt Angst. Weil du musst ständig Angst haben, dass dieser Mensch jedes Mal wieder verschwindet, wenn es irgendwie blöde läuft, ja? Und auf sowas kannst du dich nicht verlassen. Also, die Anzeige, wenn du dich genau hier so fühlst, mein Kopf übernimmt mein Herz, ja? Mein Herz übernimmt meinen Kopf. Ich lasse mich selbst nicht klar denken. Ich sehe das auch irgendwie momentan auch noch gar nicht so ein. Vielleicht komme ich da rein. Wird heute wieder sehr frech von mir, ja? Aber kommt schon dahin, wo es hin soll. Dann lerne jetzt hier zu sagen, oh nee, also mein Kopf habe ich ja geschenkt bekommen aus bestimmten Gründen, ja? Und da musst du definitiv wieder rein. Du würdest ja niemals, sage ich ja auch oft, du würdest ja niemals einem eng stehenden, geliebten Menschen dazu raten, ach du, kummer dich einfach mal aus, bleib mal hier hängen, ja? Der wird schon noch irgendwo zurückkommen oder sie, lass einfach mit dir machen. Es ist gut, dass du so durchhältst. Und selbst wenn du Angst hast, ja, ist ja egal. Nee, mit der Angst erreichst du das in dir, dass du irgendwann gar nicht mehr lieben kannst, dass du gar nicht mehr weißt, was Liebe ist. Weil Liebe ist anscheinend bei dir mittlerweile schon Angst, ja? Diese Angst, die man dir hinterlassen hat, diese Angst, die du hattest, dass jemand weggeht, das haut schon gar nicht mehr hin. Du musst wieder hier lernen, was ist denn überhaupt Liebe? Liebe ist Harmonie. Liebe ist ein Stufensystem, was sich entwickelt, was man fühlt, ja? Was auch nur durch Hormone praktiziert oder produziert werden kann. Aber warum ist hier ständig Angst mit bei, ja? Diese Angst ist nicht die Liebe. Ich habe Angst, jemanden zu verlieren. In einer Beziehung, wo sich 2 gefunden haben, sollte Angst hier überhaupt kein Thema sein in dieser Konstellation, ja? Wenn man unglücklich ist. Wenn man natürlich zusammen ist, kann man Angst um seinen Liebsten haben, aber darum geht es ja jetzt gerade nicht, ja? Also, hier wirklich nochmal rein. Die Tendenz, dein Tipp, um genau wie möglich hier reinzukommen, ihr Lieben, ich habe schon wieder meine Uhr vergessen. König der Schwerter, jetzt ist Schluss, ja? Also sehr, Herz wird jetzt abgelöst von der mentalen Seite, von allem, was dir bewusst wird, ja, hier kommst du wieder in dein Selbstwert rein, das ist dein Ziel, das ist da, steh jetzt endlich wieder auf, ja. Renn hier nicht rum wie so eine kleine Kröte oder mach dich nicht kleiner, als du bist, zieh deinen Panzer wieder gerade, ja, mach dich hier nicht zum Bückling, komm wieder raus, zeig dich der Welt, auch wenn es schwer ist, du musst dann eben auch mal dir erlauben, eine Maske aufzusetzen, damit das nicht jeder sieht, aber du musst hier aufstehen, ja, als König der Schwerter. Du weißt, im Inneren weißt du, dass hier was schiefgelaufen ist. Du weißt, dass hier irgendwas ist, was du nicht erkennen konntest, erkennen kannst und dass du merkst, wenn man so eine Bindung oder Verbindung oder Menschen an der Seite hatte, stimmt mit dir auch gleichzeitig irgendwas nicht, ja? Weil dieser Prozess wäre ja nicht so weit gekommen, dass du jetzt immer noch den Schaden behältst, ja? Weil dir irgendjemand was mitgeteilt hat, das macht man ja sonst auch nicht, ja? Du hast zu wenig Handeln gesehen und hast dich darauf verlassen. Illusion, Seifenblasen, du hast dein Herz bestimmen lassen und du hast gemerkt, das war genau das Falsche, ja. Du hättest dir hier von Anfang an Sachen zeigen müssen, in Handlung, in Tatsachen, in Schwarz auf Weiß. Leider Gottes, aber das ist wichtig für eine Beziehung und Verbindung, ja. Du würdest ja auch niemanden nehmen oder du würdest ja auch nicht 5 Jahre jemand verfüttern, ja, ich mach das schon noch, glaub mir, Schatz, ja. Da würdest du dir, kannst ja selber nicht mehr, du nimmst dich doch selber nicht mehr ernst in dem Moment. Oder verschiebst es aus Angst auch immer weiter weg, aber ich möchte den Menschen nicht verlieren und machst dadurch auch Fehler, ja? Wähle Liebe statt Angst und dazu gehört erstmal auch komplett deine Selbstliebe, definitiv mit rein, ihr Lieben. So, jetzt habe ich euch genug zugekoffert. Das war heute mal wieder ein spannender Samstag, ja? Wir gehen mal rein. Ich überlege schon. Wir gehen mal rein, dein Gegenüber.
Ich bin erschrocken, dass ich dich verloren habe, ja? Oder ich bin erstarrt, ich bin erschreckt, erschrocken. Hier passiert was. Ich bin geschockt, ja? Könnt ihr alles mit reinnehmen. Wie der Zustand sich letzten Endes hier auswirkt, ist egal. Hier merkt jemand, ich habe dich verloren. Ja? Heißt aber noch nicht, dass man hier handelt. Aber man ist geschockt. Man ist... Das ist ein Zustand wie... So richtig zufrieden ist man damit auch nicht mit seiner Leistung, ja? Sagen wir es mal so, all das, was dir von der anderen Seite fehlt, was man dir nicht mitgeteilt hat, könnte man hier in Gedanken jetzt gerade raussagen. Dass man irgendwas vielleicht auch erkannt hat oder gemerkt hat, ja? Dass man es jetzt realisieren konnte und ist deswegen gerade so... Prozess aufarbeiten, könnte ich mir auch gut vorstellen. Mal gucken. Vielleicht merkt man hier auch deine Energie, dass du sogar auch jetzt momentan oder davor ziemlich stark warst, ja? Dass man gemerkt hat, oh, du lässt dieses Band locker. Die Änderung, ja? Dein Gegenüber merkt dir vielleicht wirklich, du hast Zeiten gehabt, wo es hier bei demjenigen gezogen hat, ob Mann oder Frau. Wir haben die Verantwortung. Hier weiß jemand ganz genau, dass man die Verantwortung nicht übernommen hat, ja? Sie gerne übernommen hätte, aber man konnte die Verantwortung für eure Verbindung hier nicht übernehmen. Warum auch immer. Vielleicht hat man das auch nicht gelernt, ja? So, ich lese, ihr Lieben, ich lese auf dem Tisch aus und werde aktuell, warum ist die dann gedreht, auslesen, wo was herkommt. Acht der, ach, na Mensch, herzlichen Glückwunsch. Acht der Schwerter, der Teufel und fünf der Coins, der Münzen. Ich gehe gleich weiter, ja? Im Herz. Also hier ist der Kopf zu. Hier drückt das Herz. Hier kommt Scham hoch. Hier kommt Unsicherheit hoch. Wir haben Steinbock drin, wir haben Widder drin, wir haben Jungfrau drin, wir haben Krebs drin als Sternzeichen. Ich lege gleich los. So, passt auf, bevor wir in die Tendenz reingehen. Oh, seid ihr noch da? So. Der Teufelskreis war von vornherein schon da, den habt ihr nicht gebracht, den hat auch dein Gegenüber hier selbst nicht gebracht. Der Teufelskreis war vorher schon da, ja? Man war hier nicht, eventuell nicht mal frei, nicht mal solo und auch nicht nur auf dich konzentriert. Es tut mir leid. Hier liegen mehrere Themen, die dein Gegenüber aufgearbeitet hat oder dabei war, diese anzugehen, aufzuarbeiten. Es könnten hier, ich zähle es auf, weil es kollektiv ist, ist immer ein bisschen schwer, Süchte hinterstecken, wo die Bewusstseinsveränderung gerade hier mental im Kopf sehr, sehr starke Auswirkungen darauf haben kann. Wie Suff, anderweitig Drogen, Medikamente können dazu auch zählen, die einen Kopf oder einen Menschen verändern. Im Bewusstsein, ganz klar, wenn man hier übertreibt. Es könnten definitive Schlafprobleme hier sein. Es könnte auch wirklich ein komplett psychischer Zustand sein, wo man sich hier gefangen fühlt, weil mit acht der Schwerter diese Blockade in diesem Teufelskreis hat man nicht geschafft, ja, auch momentan nicht. Man ist hier nicht draußen mit fünf der Münzen. Es ist für mich gerade eine Situation bei deinem Gegenüber, leider Gottes, hier kommt man nicht vorwärts, man sitzt fest, ja. Ganz einfach gesprochen, dein Gegenüber kommt hier gerade nicht vorwärts und sitzt fest. Ich denke auch, das hat mit dem Satz zu tun, du wirst nicht die erste Person sein, die man hier aus seinem Leben so verbannt hat. Ja, diese Person wird wahrscheinlich ein Talent dafür haben, sich mit Schwierigkeiten nicht auseinandersetzen zu
können durch diesen Teufelskreis, ja. Hier muss man natürlich merken, wie komme ich da raus, aber dafür seid ihr jetzt auch nicht berechtigt. Nehmt die Finger davon, ja. Ich kann es nur jedem raten, weil in jedem Prozess, der wehtut, werdet ihr immer wieder der Prozess-Boomer bleiben, ja. Und euch wird man immer die Schuld geben und irgendwann erst, wenn diese Trennung oder die Bindung kommt oder dieses Band getrennt wird, wird man sehen, wie viel Wert ihr hier in diese Verbindung reingegeben habt. Das passiert nicht, währenddessen ihr zusammen seid. Ja, deswegen müsst ihr euch natürlich überlegen, nehmt euch einen geheilten Menschen. Klingt blöd, aber dieser Mensch und du auch musst dich alleine heilen dürfen und können. Ja, das schafft kein anderer. Das hat jetzt hier mit Liebesprozessen oder mit schweren Prozessen, Familie oder Freundschaft, hat das nichts zu tun. Man kann sich heilen, wenn man zusammen ein Band hat, was nicht gebrochen ist, ja, da keine Frage, aber nicht hier in so einer Schwierigkeit, hier kommt jemand mit seiner Kraft nicht vorwärts, hier hat jemand irgendwie auch aufgegeben für sich selbst, ich sag's dir ganz ehrlich, hier steckt jemand richtig tief in der Scheiße drin mit sich selbst im Kopf, ja, könnte euch auch ein bisschen wirr vorkommen im Nachhinein mit irgendwelchen Aussagen, wo ihr euch selber vielleicht auch so ein bisschen manipuliert vorgekommen seid oder auch gedacht habt, ihr habt die Schräge zu sitzen, aber hier ist jemand wirklich, hier kann jemand nicht, hier versteht jemand, irgendwas passiert hier, ja? So, im Herzen merkt man, ich bin total unzufrieden mit dem, wie ich mich entschieden habe, was ich mache, was ich fühle. Ich verletze mich hier immer selbst, ja, mit 7 der Schwerter und 8 der Stäbe. Und dann kommt das so geballt, ich hoffe nicht mit dem Beil, dann kommt das so geballt, dass jemand auch diesen Schmerz extrem in ruckartigen Phasen empfindet, vielleicht auch genau da flüchtet, das kann sein. Wir haben hier, das ist irgendwie so, ich wähle den Weg, wo man nicht sieht, dass ich schwach bin, ja. Ich bin hier mit der Widderenergie und mit dem Wagen, mit der Krebsenergie eigentlich total soft und sehr sensibel, aber ich muss über mich herrschen, ja, mit gewissen Sachen, die hier für mich niemand ändern kann oder abschreiben kann. Ich brauche vorne rum die Fassade und muss auch fühlen, dass ich hier das Stärkste für mich bin oder auch für andere bin, ja. Ich muss hier irgendwo in einem Bereich stark sein, Chef sein, Herrscher sein. Ich darf hier meine Hülle nicht verlieren und deswegen nehme ich hier jedes Mal wahrscheinlich den Weg der Flucht oder den einfachsten Weg, ja, der aber der schwerste ist. Und dann haben wir hier auch diesen genannten Rückzug. Also man flüchtet wirklich mit der Jungfrau. Man zieht sich hier wahrscheinlich jedes Mal zurück, aber das kommt zwischen euch beiden hoch. Jetzt bin ich schon wieder allein, jetzt habe ich dich verloren. Ich habe oder fühle jetzt zum ersten Mal wirklich, dass diese Bindung hier was mit mir macht, ja. Ich bin entsetzt, ja. Ich habe dich verloren, ich bin entsetzt. Ich habe hier was getan, wo ich gerade imstande bin zu verstehen, ich habe dich als wichtigsten Menschen verloren, ja. So, und dann kommt wieder dieser Teufelskreis, diese Phase, diese Blockaden, wo du vielleicht genau in diesem Augenblick eine Antwort oder eine Erklärung gehabt hättest oder haben wollen würdest. Nee, plus Quamperfekt, alle drin gehauen. Wo du die Aufklärung hättest am liebsten haben wollen, ja. Da war jemand zu. Und die Aufklärung oder die Gedanken, sich darüber zu machen, warum man so ist, funktioniert nur alleine. Da bist du aber nicht da. Dieser Mensch sucht sich mit der Eremit-Energie oder mit der Jungfrau-Energie zum Beispiel, ja, den Rückzug, weil man genau da die Probleme oder die Schwere für sich selbst verarbeiten kann. Man fühlt sich unter Menschen abgelenkt, man hat Angst zu sprechen, weil das kommt ja auch nicht dem Herrscher hier gleich, ja, mit der Widderenergie. Das kann dieser Mensch so nicht vereinen. Man weiß aber, dass man sich selbst immer wieder wehtut und auch selbst die Schuld hier trägt, ja. Man fährt hier völlig ganz komische Wege. Und man entscheidet sich immer für den Weg, wo man alleine ist, ja. Also man zieht sich hier zurück. Ist wie so ein Introvertierter, der dir gezeigt hat, dieser Mensch, er ist eher extrovertiert, ja. Aber in Wirklichkeit ist man in Sachen Erklärung, verstehen, warum man so ist, introvertiert, weil man blockiert ist hier irgendwo, ja. Man ist selber auf der Suche und versteht das vielleicht auch gar nicht. Wir kriegen hier aber die Erkenntnis ganz stark rein, dass es mit euch eine super Verbindung war, ja. Das erkennt man hier zwischen euch beiden. Ich nehme aber wirklich stark an, erst wenn du loslässt, ja, weil das ist ja dann hier auch, ich bin entsetzt, dass ich dich verloren, verlassen habe, ja. Alleine, wie auch immer, jeder ist für sich hier alleine. Hier setzt die Verbindung ein. Mein Gott, warum holt mich das ein? Ja, wir hatten doch die Verbindung.
Hier bin ich gerade mal wieder klar. Klar in Energie, klar ohne Substanzen, klar ohne Ablenkung. All das, was hier sonst reindrückt in diese Verantwortung, kommt man hier mit dem Hierophanten, mit einer neuen Stierenergie noch dazu zu erkennen, was habe ich hier gemacht, ja? Warum tut mir das weh? Warum denke ich jetzt hier gerade? Warum werde ich damit gerade beworfen? Wo kommt das her? Ja, aus der Ansage dort, ja? Da hat man mal einen Moment, wo der Kopf sich nicht irgendwie ablenken lässt. Auch nicht mit der Herrscherenergie. Könnte auch ein Vaterproblem hier stecken in der Kindheit, dass man sehr streng erzogen wurde oder irgendwie ein Verhalten vorgelebt bekommen hat, was ganz gruselig war, ja? Wo man merkt, mit 8 der Schwerter, so ein Leben will ich gar nicht führen, aber ich muss anscheinend. Nee, muss man ja nicht, ja, weil es geht hier um Verantwortung. Vielleicht hat ja auch jemand eine Verantwortung zu tragen, die diesen Menschen aber überhaupt nicht glücklich macht, ja. So. Wir haben 10 der Schwerter, wir haben 4 der Stäbe und wir haben König. Oh, ihr werdet beide gleich, ja. Das, was du wieder werden sollst, sollte hier in der Tendenz bei deinem Gegenüber auch passieren. Hier wird jemandem klargemacht, du musst lernen zu sprechen. Das, was du hier die ganze Zeit machst und das, was dir genommen wurde mit der Angst, ja, du hast hier Angst eingejagt. Du hast hier die Verantwortung und die Sicherheit nicht gegeben mit 4 der Stäbe. Du hast diesen Menschen, also ich rede jetzt für ihn hier, ja, oder für sie, das wird einem hier bewusst. Du hast dir, ja, diesen Menschen, den du hier verloren hast, den hast du in Angst und Schrecken versetzt, ja? Weil du nicht gesprochen hast, weil du zugemacht hast. Du konntest dir die Verantwortung nicht übernehmen für diesen Menschen, der jetzt hier gerade reinguckt. Dein Gegenüber merkt, ich konnte dir keine Angst nehmen, ich habe dir Angst gemacht, ich habe dir die Sicherheit mit 4 der Stäbe nicht geben können und habe mich so benommen. So wirklich wie so ein Kind so. Du siehst mich nicht mehr. Ich muss weg. Wir spielen jetzt eine Runde Verstecken und wenn du mich findest, bin ich vielleicht noch da. Aber das kann es ja nicht sein, ja? Also so eine Energie könnt ihr ja nicht erwarten, dass ihr wirklich wie im Kindergarten sucht oder euch dahin zurückversetzt. Der Mensch wird schon merken, was er an mir hatte, natürlich. Aber das ist nicht die Voraussetzung für eine gute, lange Beziehung mit Mehrwert, ja? Und hier kommt jemand rein, der einem, oder du musst diesen Menschen auch dazu animiert haben, lerne doch mal zu sprechen und dazu zu stehen, was du sagst, ja. Es ist ja schön, dass du eine Verantwortung hast, die kannst du ja weiterleben, die will dir ja auch keiner nehmen, aber du musst auch Verantwortung für Menschen haben, die du liebst oder die du gerne hast oder denen du das versprochen hast, ja, und darauf kommt es an. Du wirst hier in der ersten Phase von dieser Legung animiert, geh wieder da zurück, wie du reingekommen bist. Und das war eigentlich auch das Hauptproblem dieser ganzen Energie zwischen euch. Du hast diesem Gegenüber dagelassen, du musst sprechen, wenn du dich schon hoch benimmst, ja? Du musst sprechen, wenn du schon so tust, als wärst du ein starker Mensch. Wenn du sehr viel von dir hältst, dann steh dazu, übernimm endlich die Verantwortung für dein Handeln und Tun. Und das verlangst du. Oder das weiß auch dein Gegenüber, dass du das verlangt hast, ja? Da muss man rein. Es könnte jetzt auch sein, wer spricht nie überhaupt noch mit mir, ja? Das hat man erkannt oder wird man erkennen in der Tendenz. Aber wichtig ist für dich, dass du hier das hinterlassen hast und da steckt auch dein Selbstwert drin, ja? Weil ohne solche Energie geht es bei dir auch nicht vorwärts im Leben. Du kannst sie nicht mit Menschen zu tun haben, die andauernd zurückgehen oder wirklich bei diesem Spiel bleiben. Wie hieß das? Mir fällt der Text oder die Passage nicht dazu ein. Es wurde doch immer was gesagt, wenn man sich versteckt hat. Außer dieses Zählen. Aber so ungefähr, ja, es ist hier ein Versteckspiel, ein Fangespiel, das sich vielleicht in On-Off immer wieder gezeigt hat. Oder eben auch dieses Versteckspiel, du hoffst, dass du diesen Menschen noch findest, ja. Das ist nicht so, dass dieser Mensch eigentlich zu dir zurückkommt, sondern du bist hier in so einer Energie. Ich hoffe, dass ich dieses Versteckspiel, dass ich diesen Menschen irgendwann noch finde, ja? Du bist weiterhin am Suchen und das ist deine Trauerphase. Du bist ja immer noch diesen Menschen am Suchen und hast es gar nicht realisiert, dass dieser Mensch eigentlich das schon eingeläutet hat, was man niemals machen sollte.
verschwinden, um dir Angst einzujagen. Das ist das, was dieser Mensch getan hat. Und du musst da wach werden und erkennen, klare Sache, die hat man wehgetan, auch wenn man das vielleicht nicht wollte, ja. Lass diesen Mitleidsschrott weg. Man hat dir hier in diesem Moment wehgetan und dieser Mensch muss dich finden. Du bist nicht auf der Seite, diesen Menschen zu suchen, ja. Und das wird in der Tendenz hier verstanden und auch reinkommen, ja. Du hast diesen Menschen wirklich hinterlassen. Rede, wenn du dich benimmst wie ein König, ja. Rede, wenn du dich benimmst wie ein Herrscher. Kämpfe dafür. Und ihr habt gesehen, die Verantwortung war das Problem. Und jetzt merkt man aktuell, oh, ja, ich habe jemanden verloren. Ich bin dabei, jemanden zu verlieren. Woher kommt das? Ja klar, weil er nicht die Verantwortung übernommen hat oder sie für gewisse Sachen, ja. Und das wird man sich vielleicht auch dreimal überlegen. Wie immer auch die Geschichte hier ausgeht von euch beiden, ja, das ist euch überlassen, ob ihr da nochmal Zugriff bekommt oder auch die Energie jetzt umändert und lenkt in... Naja, ich will nur noch diese Person, ja. Es gibt ja auch Menschen, die sind, denen kann ich leider nicht mehr helfen. Die sind völlig, also in der Liebe jetzt, Familie ist auch nochmal sowas anderes, Mutter, Vater, Kind und so. Ja, da habe ich vollstes Verständnis für, obwohl ich da auch manchmal ein bisschen härter rede. Aber das sind eher so psychische Takte, weil auch ein Kind lernen muss, dass Eltern hier nicht unbedingt immer dafür da sind, dieses Kind zu über oder immer zu retten aus der Scheiße, ja. Das hat eher so noch Erziehungszwecke, aber alles, was mit der Liebe zu tun hat, da musst du raus aus der Angst, ja, definitiv, ganz klar. Aber hier, ich sag dir ganz ehrlich, hast du ja selbst gesehen, hier liegt jemand ja total, an den du Probleme hast, sogar ranzukommen durch diesen Teufelskreis, ja. Hier ist ja wirklich alles sehr schwer gewesen, hier hat man ja zu tun, die Richtung zu finden, die liegt aber schon da. Ich hätte sprechen müssen, ja. Was dieser Mensch daraus macht, da hoffen wir ja immer, dass sich diese Menschen wirklich auch mal, egal wie stur die gehandelt haben, dass sie wirklich mal zur Vernunft kommen und verstehen, okay, ich hätte das wenigstens sagen müssen, ja. Die Vernunft, die wird sich, glaube ich, irgendwann einstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Mensch, der redet ja nicht zu euch, ja. Im Kopf wird da schon was passieren, glaube ich ganz fest dran irgendwann. Wahre Herzensliebe ist wie das Universum. Unendlich groß. Denkt ihr euch jetzt auch, ne? Die Karte hättest du jetzt sparen können. Nee. Aber es ist auch die Liebe zu dir selbst, ja? Es ist auch die Liebe zu anderen Menschen, die hier noch warten. Es gibt nicht nur einen für dich, ja? Momentan ja. Aber es gab einen, der dir Angst gegeben hat statt Liebe. Und das ist alles das, was ich hier verpackt habe, ja? Entscheide dich hierfür. Willst du echte Liebe und Verantwortung ohne Angst leben dürfen? Dann ist hier genug Platz, ja? Wir haben genug tolle Menschen unter uns. Aber das wird gleichzeitig auch dein Gegenüber hier verstehen, ja? Wahre Herzensliebe ist wie das Universum unendlich groß. Und vielleicht warst du das Letzte, was man jemals hier anlecken durfte oder für sich selbst auch gehabt hat, ja? Wo man hier wieder reinkommt und sich denkt, so einen Menschen wie dich habe ich in meinem ganzen Leben nie wieder getroffen, ja? Bis mir das bewusst wurde, was ich hier to lose, ja? Was ich hier verloren habe. Bis ich verstanden habe, dass ich natürlich auch die Verantwortung hätte für dich übernehmen müssen, wenn ich schon was sage und vorhabe. Darum geht's hier alles, ja? Ansonsten, die Energien, wo sie hinfallen und wann man sich liebt, hat keiner euch vorzuschreiben. Das definitiv nicht, ihr Lieben, ja? Mua, mua, mua. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Tschugung. Ich werde immer besser. 38. Ach nee, die funktioniert ja heute wieder nicht. Ist ja wieder so eine lila Laune-Tastatur hier oder so eine Fernbedienung. Müssen wir manuell machen, ne? Aber egal, ich hab Kraft. Tschüssi.